Hi, ja, lass uns doch mal über Instagram reden oder halt über Leute, die dich versuchen, auf Instagram zu bescheißen. Momentan scheint ja gerade Instagram die Hochburg zu sein. Ich hatte ja in der Vergangenheit schon ein paar Videos gemacht, wie mich versucht haben, Leute auf Discord zu scammen. Die scheinen jetzt anscheinend Discord alle verlassen zu haben. Darüber ist jetzt weniger passiert auf meiner Seite immerhin. Dort gab es weniger Versuche, mich zu verarschen oder Freunde zu verarschen. Die sind jetzt anscheinend alle rüber gewandert zu Instagram. Ich meine, Instagram hatte schon immer, schon seit Beginn eigentlich immer ein Problem mit Bots, mit Scammern und so Zeug, aber momentan haben sie da sich anscheinend auch irgendwo vermehrt. Da gibt es irgendwo Nässe. Es sind momentan halt richtig viele. Wie gesagt, ich vermute einfach, die Discord-Scammer haben gemerkt, ja, okay, Discord ist nicht mehr viel zu holen. Ich wechsle die Plattform, wir gehen jetzt anscheinend zu Instagram. Und da gibt es halt diverse Konsorten, die sich da ansammeln und die gehen mir alle gleich viel auf den Keks. Ja, für alle, die sich wundern, wie Scammer auf Instagram kenne ich nicht, hab ich nie was von gehört. Dann entweder schön für dich oder, mein Gott, musst du aufpassen, was du tust. Wie dem auch sei, eigentlich will ich einfach meinen Frust loswerden und vielleicht den einen oder anderen zufällig aufklären oder so. Vielleicht hat ja der ein oder andere ähnliche E-Mails erhalten und überlegt jetzt halt, ob er da mal draufklickt, mit einstimmt und sagt, sage ich ihm, nein, 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 lieber nicht, lass das, überleg zweimal, schau dir bitte den Account an. Ja, aber über was genau rede ich hier? Weil es gibt ja so viel Zeug, so viele Art und Weisen, wie ein momentan versucht wird, halt gerade auf Instagram einen zu bescheißen. Sei es halt diverse verschiedene Prinzen, die irgendein Reichtum haben und dir den geben möchten mit einem kleinen Austausch. Du musst doch ein paar tausend Euro überweisen auf dieses Konto. Und dann bekommst du Millionen von Euros rübergeschickt, weil es ist irgendwie eine Sperre drin, die muss bezahlt werden. Sein Geld ist ja auf dem Konto, was gesperrt ist, bla 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 und hier und hopp. Diese uralte Methode, die wahrscheinlich so alt ist wie Chatraums im Internet, wird immer noch genutzt. Also scheint ja irgendwie zu funktionieren, sonst wird die nicht genutzt werden, weil wenn sie nicht funktionieren würde, würde die ja keiner machen. Irgendwelche Torfnasen fallen auf den ältesten Trick der Welt ein. Also wirklich diese, sei es jetzt halt diverse Prinzen von Ländern, von keine Ahnung wo, haben Reichtum und sie möchten unbedingt dir das geben, weil, keine Ahnung, du siehst auf deinen Bildern so sympathisch aus oder was weiß ich warum. Weil die mögen deinen Artstyle, die mögen deine Bilder, dein Fitness, dein, keine Ahnung, was halt du so hochlädst. Vielleicht mögen sie deine Tiere. Gibt's halt immer Gründe. Gibt aber auch noch einen zweiten Trick, der schon seit, ja, eigentlich schon seit Gedenken gemacht wird. Dieser, der ein oder kennt ihn vielleicht schon, den Dopplungstrick. Gerade die Leute, die unter Online-Rollenspiel-Sachen unterwegs waren, sei es jetzt halt World of Warcraft, sei es jetzt von ganz, ganz früher Neopets, RuneScape oder wie es alles heißen, einfach wo es halt den öffentlichen Raum gab und irgendeine Art von Währung kennt bestimmt den Dopplungstrick und ist bestimmt mindestens einmal drauf reingefallen. Gerade die jüngere Leute, die kennen, die sind da garantiert schon mal drauf reingefallen. Ich bin auch des Öfteres als Kind drauf reingefallen, weil man ist als Kind halt nicht sonderlich schlau und erfahren, was das angeht. Und man glaubt halt doch an das Gute der Menschen, weil man ist ja selber gut und würde das nicht tun. Also machen das die anderen auch nicht. Und ja, und dann gibt es halt doch Leute, die bescheißen. Ja, was der Dopplungstrick angeht, ist halt einfach die Geschichte. Ja, aus irgendeinen Gründen, meistens sind es zurzeit irgendwelche Kryptosachen. Ich habe Bitcoins, Dogecoins, Schlag-mich-tot-Coins. Und wenn du mir dein Geld gibst, verdoppel ich dir das und gebe es dir zurück. Ja. Das klingt schon so seriös, aber es gibt halt immer noch viele, die auf solche einfachen und vor allem alte Tricks drauf reinfallen. Jetzt nicht nur unbedingt jüngere Leute, ich habe tatsächlich in Bekanntenkreisen auch ältere Leute, gediegene Leute, also jetzt aber nicht uralte sagen, Internet kenne ich nicht, sondern Leute, die man eigentlich meinen könnte, die sind so im Alter, wo man meinen sollte, so ein bisschen Medienkompetenz ist vorhanden und man fällt nicht auf sowas rein. Und sie fallen auf sowas rein, schicken mehrere tausend Euros fremden Personen, die sie nicht kennen, die einfach nur gesagt haben, ja, ich mache irgendwas mit Krypto, guck hier, da ist mein Krypto-Wallet, da ist Geld drauf. Nicht mehr weiß, ob es überhaupt sein eigenes Krypto-Wallet ist oder ob das kontrolliert wird oder was weiß ich. Nee, ich sag, ach, ein Fremder hat mich angesprochen, hat mir gesagt, er hat keine Kohle. Wenn ich ihm Geld gebe, verdoppelt er das. Und dann ist es weg. Eventuell kriegst du bei einem kleinen Betrag den Tagbetrag tatsächlich verdoppelt zurück. Und dann wirst du angehalten, ja, es hat jetzt einmal funktioniert, möchtest du dir einen größeren Betrag schicken? Du schickst den größeren Betrag und dann ist er weg.
Wie gesagt, dieser Trick ist so alt wie halt solche Chaträume oder Chatgeschichten mit irgendwelchen Art von Währungen. Wie gesagt, ich bin damals in Neopets ein paar Mal auf sowas drauf reingefallen, weil ich halt einfach als Kind dumm war, wie halt, wie gesagt, Kinder sind halt dumm und wissen sowas nicht. Kindern muss man das erst beibringen, dass halt Leute, die einem online ansprechen, nicht unbedingt direkt was schenken möchten, dass das immer meistens eine doofe Idee ist. Meistens will derjenige dich dann verarschen. Aber halt Erwachsene sollte man noch meinen, so ein bisschen sollte man drauf reinfallen. Eben nicht drauf reinfallen, aber wie gesagt, es gibt auch unter Freunden, Bekannten, die Leute, die tatsächlich auf sowas Einfaches reingefallen sind. Jetzt zum Glück nicht auf diese Prinzengeschichte oder ich bin schwer krank und habe Zeug zum Vererben und will den ganzen Papierkram nicht machen. Ich schicke ihn dir, wenn du mir den Betrag für so und so gibst, für Papierkram und so. Aber für diese Doppelungstricks sind tatsächlich echt schon einige von meinen Kollegen drauf reingefallen, gerade was so dann halt in Verbindung mit Krypto zu tun hat. Ich weiß nicht, ob der Krypto-Anhalt da das irgendwie vertrauter macht oder so. Ich weiß nicht, aber ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Also, falls ihr solche Angebote habt, lieber nicht machen. Ihr werdet verarscht. Es ist nicht so gut. Es gibt aber noch ein paar weitere Sachen, die halt primär nervig sind. Obwohl der eine ist auch, der ist halt nicht in die Tausenderbereich, sondern aber sie verlangen auch Geld von ihm. Ich komme gleich dazu. Also es sind noch zwei Sachen, über die ich reden möchte. Zum einen sind es halt diese Kommentare oder Posts, mit denen man verlinkt wird, von wegen, sie haben ein iPhone gewonnen. Gratulation, hier bitte und Gewinnspiel und hast du nicht gesehen. Soll doch bitte hier irgendwas ausfüllen mit das und das und das und keine Ahnung. Und dann am besten die Kontodaten noch dazu. Zu und zack, kriegst du halt irgendwas zugeschickt und hast ein Abo am Hals oder sonstige Geschichten. Meistens sind es halt solche Abo-Fallen, die halt, ja, meistens ist tatsächlich ein iPhone, die verschenken gefühlt immer iPhones. Und dann musst du einen Zettel ausfüllen und hast dann erstmal 2 Jahres-Abo von irgendwas am Hals. Nee, das darfst du bezahlen, du kommst dann nie raus, weil es irgendwelche komischen Fesselverträge sind und so. Sehr, sehr ärgerlich, sehr, sehr nervig, aber nicht ganz so teuer, nenne ich es jetzt mal, wie der Doppelungstrick, weil die Leute da tatsächlich mit Tausenden von Euros rausgehen. Und hier sind es halt nur in Anführungszeichen ein paar hundert vielleicht, wenn es über 2 Jahre geht oder so. Und dann gibt es noch den Trick, der relativ neu jetzt ist. Ja, ich nenne es jetzt mal relativ, oder mir ist er halt vorher nicht so stark aufgefallen. Gibt es diese Bot-Spam-Accounts, die einen anschreiben, gerade was Richtung Artists, habe ich sehr, sehr viel mitgekriegt. Auch unter anderen Kanälen sind dieses Send Pick hier, Send Post hier, Promote Post da und so weiter. Einfach ganze Seiten oder ganze Accounts, die einfach dazu da sind oder dazu da sein wollen, Posts von anderen Leuten da drauf zu packen und sie halt ihrem angeblichen Publikum mitzuteilen. Man ist drauf verlinkt und so weiter. An für sich, die Idee dahinter ist ja schon nice. Irgendein großer Content Creator hat tausende, Millionen von Follower. Und will dann deinen Post promoten. An für sich, die Idee ist ja schon mal nice. Leider zu schön, um wahr zu sein. Meistens sind halt irgendwelche komplett gebotteten Accounts, die dann halt deine Posts für ein paar Öcken ihren Bots vorstellen, was halt für dich nichts bringt. Du bist bisschen kohlelos zwischen, ja, meistens, ich habe mal den einen oder anderen angefragt, einfach so, sollt ihr vielleicht nicht tun, ich sag nochmal dazu. Interagiert am besten nicht mit diesen Kanälen. Ich habe einmal den einen oder anderen angefragt. Das sind dann halt von 5 Euro für einen Post für einen Tag bis hin zu 50 Euro, je nachdem, wie groß der Kanal ist. Und man ist halt die Öcke da los und hat halt nichts davon gewonnen. Die meisten Leute, die halt wirklich auf diesen Accounts sind, diesen Accounts folgen, sind tatsächlich Bots. Da sind so gut wie kein echte Menschen dahinter, die halt Posts liken. Man sieht es auch ganz, ganz klar an den Seiten, wenn man sich ein bisschen mit den Seiten beschäftigt. Man braucht quasi auch nur auf die Seite draufgehen. Man sind halt lauter Posts. Die Zahlen an für sich scheinen erstmal schön zu sein, wenn man halt nicht weiß, was dahinter steht. Weil die ersten paar Posts, die haben Tausende, wenn nicht über aber Hunderttausende von Klicks drauf, von Herzen, Kommentare. Keiner war schon ein bisschen seltsam ist bei der Anzahl, weil man sollte meinen, bei 1000 Leuten sollte da doch schon der ein oder andere drunter schreiben. Wenn dann mal einer drunter schreibt, ist meistens der Creator von dem Original und sich bedankt. Und wenn man aber ein bisschen runterscrollt, allein schon Posts, die eine Woche alt sind, haben halt wesentlich weniger, wenn nicht sogar gar keine Likes mehr, weil Instagram tatsächlich doch dahinter ist und Bots löscht und sowas dann halt innerhalb von relativ kurzer Zeit doch gelöscht wird. Aber allein, dass es einfach so eine Masse an Bots ist, ja, kommt Instagram mit dem Löschen gar nicht hinterher.
Ja, wie gesagt, man muss an solchen Posts einfach nur mal nach unten scrollen und man sieht einfach, die ganzen Posts, die haben so gut wie keine Aufrufe mehr, keine Likes mehr. Also, die bringen so gut wie gar nichts. Ihr gebt halt eine Menge Geld aus dafür, dass halt Bots eure Bilder sehen. Also, falls ihr wirklich drüber nachgedacht habt und halt einfach mal eventuell vielleicht könnt ihr es bringen, ihr habt vielleicht einen relativ neuen Account oder ihr habt halt einfach generell nicht so viel laufen auf eurem Account und hättet halt gern mehr und sagt, aha, ist eigentlich noch eine geile eine Möglichkeit. Vielleicht ist der ein oder andere dann auf den Seiten und findet mich gut. Nein, da sind Bots drauf. Den Bots ist das scheißegal, was ihr macht, mal ganz ehrlich. Der Bot ist dafür programmiert, aha, auf der Seite klicken. Weiter macht er nicht und auf, wie gesagt, so also gut wie keiner wird halt auf solchen Sachen sein. Wenn ihr eure Leute, also wenn ihr eure Dinger pushen wollt, müsst ihr das halt auf, ja. Macht das auf vernünftige Art und Weise. Greift nicht auf Bot zurück. Am Ende schießt ihr euch eh ins Knie. Auf lange oder kurze Sicht werdet ihr euch wahrscheinlich eh so ins Knie schießen. Ihr müsst halt. Social Media ist am Ende doch Arbeit. Es ist nicht einfach, ich lade was hoch und es wird schon funktionieren. Funktioniert für die wenigsten auf diese Art und Weise. Man muss tatsächlich doch dahinter sein und ein bisschen halt. Ja, social sein auf Social Media und halt einfach mit Leuten sich unterhalten, anschreiben, einfach im Gespräch bleiben, vielleicht auch mal mit anderen. Kollaborationen machen ist immer ganz gern gesehen und man hat halt die Möglichkeit, ein größeres Publikum zu erreichen und auch generell einfach mit den Leuten, die da sind, einfach mal sprechen und viele, ja, gibt es dann halt auch die eine oder andere Möglichkeit, wo dann halt auch Leute dann halt mit einem selbst interagieren. Umso mehr ihr mit anderen interagiert auf Social Media, umso mehr werdet ihr halt gesehen. Vielleicht einfach, ich lade was hoch und hoffe, das Glück mit meine Posts zu irgendwelchen Leuten hin funktioniert halt meistens eher weniger. Aber wie dem auch sei, ich bin meinen Frust losgeworden. Vielleicht habe ich den ein oder anderen so kleinen Hint gegeben. Der Leute, die sowas machen, die sind nicht immer auf deiner Seite, meistens eher weniger. Die sind halt nur auf deine Geld genau. Ich glaube, die Deutsche Bank hat mich auch Geld, kostet 1 Euro. Nee, Inflation kostet 10. Okay, egal. Ich habe den Punkt verloren, egal. Wie gesagt, alle diese Geschichten sind halt die, die mir momentan sehr viel auffallen auf Instagram gerade. Wohl auch leider ein paar Leute, die ich kenne, drauf reingefallen. Wie gesagt, gerade diesen Doppelungstrick, einer der ältesten Tricks, auf dem ich auf, es geht mir in den Kopf rein, die ich als Kind drauf reingefallen bin. Ja, schön und gut, mit 8 hat man halt nicht so viel Medienkompetenz, aber dass halt Leute, die in ihren 30ern drin sind, auf so einen stupiden Trick reinfallen, das will mir nicht in den Kopf rein. Und gerade halt dann auch, gerade die Leute, die sich halt doch für ein bisschen smarter halten, sind da anscheinend drauf reingefallen. Ja, wie gesagt, passt auf, was ihr tut. Nicht jeder ist euer Freund. Guckt einfach auf die Accounts, guckt auch mal ein paar Posts weiter runter und nicht immer nur die ersten 8, 9 Stück. Geht ruhig mal ein bisschen weiter und scrollt mal ein bisschen, was da so drunter ist. Wie gesagt, gerade bei diesen Promote dein Stuff hier, da ist halt, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen runter scrollt, da die ja eh tägliche Posts hochladen, nach 20 Posts oder sowas sind schon eine rapide Abfall an Likes und sonstige Geschichten. Also wisst ihr schon mal, wie viele echte Menschen da vorhanden sind. Wenn ihr noch weiter runter geht, habt ihr teilweise nur noch, ja, 10 Likes drauf oder wenn überhaupt welche drauf sind. Ja, wie gesagt, das Internet ist ein dunkler Ort. Passt auf euch auf und lasst euch nicht verarschen. Ganz wichtig, denkt ein bisschen nach und zur Not, recherchiert einfach ein bisschen über die Person, die euch anspricht. Man, ihr seid im Social Media, ihr seid im Internet drin. Ihr könnt zumindest mal auf das Profil gehen und euch das ein bisschen angucken. Oder zur Not googelt einfach mal diese Person, ob da irgendwas vorhanden ist. Ja, sollte man vielleicht mal tun. Ja, wie gesagt, passt auf euch auf. dann geht das den Wirrwarr, den ich von mir gegeben habe, bis ihr gehört habt. Und ja, einen schönen Tag noch. Ciao.